Es ist kein leichter Job, eine Jobretterin zu sein, vor allem bei Siemens. Birgit Steinborn kämpft um Arbeitsplätze, nicht ein paar, sondern Tausende. Täglich grübelt sie gemeinsam mit ihren engsten Betriebsratskollegen, was tun gegen den drohenden Personalabbau. Der Vorstand will allein in Deutschland mehr als 3000 Jobs streichen. Möglichst viele davon zu erhalten, das ist zu Steinborns Aufgabe, zu ihrem Leben geworden. Ich sehe da weniger die Zahl als die Einzelschicksale. Und das ist mir persönlich im Prinzip gleich. Geht es um 3 Mitarbeiter, um 300 oder 3000. Das sind alles Menschen, die super engagiert ihre Arbeit machen und die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, sage ich mal. Und dann fällt der Arbeitsplatz weg. Da muss man sich doch fragen, wo sind die Managemententscheidungen, dass es erst dahin kommen muss? Die Managemententscheidungen, für die steht in erster Linie Joe Kaeser, seit 1,5 Jahren an der Spitze des Konzerns. Mit ihm muss sich Birgit Steinborn messen, mit seinen Strategien, seinen Visionen. Effizienter, profitabler, Bürokratie abbauen. Vorstand gegen Betriebsrat, Kaeser gegen Steinborn. Wer will, kann die Personalfragen bei Siemens auf dieses Gegenüber herunterbrechen. Dabei verbindet beide so einiges. Seit über 35 Jahren bei Siemens, quasi im Gleichschritt die Karriereleiter empor, und doch so anders. Naja, Herr Kaeser und ich haben natürlich ganz unterschiedliche Aufträge. Der Vorteil ist sicherlich, er kennt das Unternehmen sehr gut und ich auch. Aber letztendlich haben wir dann, wenn man in die Details geht, ganz unterschiedliche Auffassungen. Wenn wir sagen, Bürokratie soll abgebaut werden, ist ja schon die erste Frage, sagt Herr Kaeser. Naja, Bürokratie hat auch Gesichter, aber wir müssen Personal abbauen. Sagen wir nein. Prozesse ja, Personal nein. Arbeitsplatz vor Aktienkurs, Mensch vor Marge. Für diesen Leitspruch wirbt sie überall im Konzern. Die Belegschaft setzt große Hoffnungen in die 54-Jährige. Im Gasturbinenwerk, am Hauptstandort und den anderen Produktionsstätten. Steinborn vertritt die Interessen aller deutscher Angestellten, mehr als 100.000 insgesamt. Doch die Zukunft ist für viele ungewiss, zum Beispiel hier im Nordwesten Münchens, im Lokomotivenwerk. Der Kurs der Abteilung Bahntechnik ist unklar, hunderte Jobs stehen auf der Kippe. Und auch die Verwaltung ist betroffen. In der Innenstadt, wo bis 2016 die neue Konzernzentrale entsteht, sind 500 Arbeitsplätze gefährdet. Der Betriebsrat ist jetzt gefordert. Birgit Steinborn muss klare Kante zeigen. Für Branchenkenner ist die Sache klar. Wenn ein Unternehmen so umstrukturiert wird, dann muss man Acht geben, dass es nicht zulasten der Arbeitnehmer geht. Und diese Position muss man mit aller Härte vertreten. Das ist verständlich, dass das nicht ohne Reibereien abgehen kann. Reibereien mit dem Vorstand, zähe Auseinandersetzungen. Birgit Steinborn kennt das alles nur zu gut. Nach Industriekauffrau-Lehre und Soziologiestudium wurde sie schon 1980 Betriebsrätin. Dabei mag sie es gar nicht so sehr, im Rampenlicht zu stehen. Die kleine Bäckerei nebenan ist ihr lieber als die große Bühne. Und doch, Steinborn unterschätzen, das tut wohl niemand. Ich denke, ich bin sehr sachlich orientiert und haut sie wohl auch mal auf den Tisch. Das mache ich eher nicht, aber ich bin doch sehr beharrlich in dem, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, Freunde sagen zu mir, du erreichst wohl immer, was du willst. Bei Siemens wissen sie schon lange von ihrer Durchsetzungsfähigkeit. Auf der Hauptversammlung Ende Januar wurde sie zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt und ist nun an zwei Fronten gefragt. Ich sehe da eher einen Vorteil drin. Man ist mächtiger, also kann man auch härter verhandeln. Und man ist noch besser informiert. Diese Doppelrolle, wenn jemand das gut ausfüllt, ist eine echte Chance. Wie sieht sie aus, die Zukunft für den Konzern, die Zukunft für die Angestellten? Um diese Frage dreht sich so viel derzeit bei Siemens. Der Druck, der auf Birgit Steinborn lastet, ist jedenfalls gewaltig. Die Arbeitstage häufig 12 Stunden und mehr. Mein Job ist auch ein Stück weit mein Hobby, muss man schon sagen.